Euer Manifest ist ja jetzt 1,5 Jahre alt, also und hat eine relativ große Aufmerksamkeit erreicht. Und habt ihr sozusagen auch intern dann bei euch die Diskussionen gehabt, also aus so einem ersten Aufschrei heraus sozusagen? Und auch das Manifest ist ja nicht direkt mit Forderungen verbunden, sondern es ist ja vor allem erstmal ein Aufmerksammachen auf eine Situation. Und zu sagen, dass ihr nicht mitspielen würdet, aber gab es sozusagen oder bei euch selber die Intention oder die Überlegung, wie denkt ihr das weiter, wie geht ihr das weiter, wollt ihr damit Forderungen verknüpfen, wie seht ihr euch auch mit denjenigen, die es am Anfang erstmal mitgeschrieben haben, als Gruppe oder ist das auch an euch herangetragen worden, wie geht ihr damit um, sozusagen aus einer dogmosen Struktur, also ist das Ziel, das auch in eine festere Struktur zu überführen oder eben gerade auch nicht? Nee, eigentlich nicht, muss ich gestehen. Also ich schätze das total, was der Web sagt, richtigerweise. Natürlich brauchst du, um bestimmte Forderungen auch, ja, um damit die entsprechenden Instanzen, was die Politik ein Gegenüber haben, musst du anders arbeiten. Das gibt es ja auch. Das gibt es ja auch hier auf kommunaler Ebene, aber auch ja, mehr auf kommunaler Ebene eigentlich. Nationaler Ebene. Also ich kenne es aus Hamburg, dass es halt verschiedene Lobbyorganisationen von mittlerweile jetzt sogar einer kreativen Lobbyorganisation ist, die haben sich quasi dann, nachdem es das Kreativ, es gibt auch in Hamburg ein Kreativcluster, haben sich gedacht, okay, da müssen wir auch die entsprechenden Lobbyorganisationen bilden, haben das jetzt irgendwie angeleitet. Aber ich kenne es zum Beispiel aus dem Pop-Bereich, dass es da sehr aktiv Leute gibt, die immer so die Club- und Musikszene vertreten haben. Das war jetzt nicht so mein Ding oder auch nicht so unser Ding. Wir haben dieses Manifest geschrieben, das war ein Statement und haben dann eigentlich, viele von uns, haben dann einfach den anderen Schluss gezogen, was ich auch konsequent finde, habe ich für mich selber auch so getan. Zu sagen, naja, letztendlich sprechen wir, wenn wir über Arbeitsbedingungen sprechen, auch sprechen wir, müssen wir eben auch über Stadtentwicklung sprechen und müssen wir darüber sprechen, was, wie hochpreisig oder tiefpreisig wird diese Stadt noch werden? Hamburg ist sehr hochpreisig, ich weiß nicht, wie es in Bremen ist. Und wie kann man sich da einmischen? Und einige haben dann eben sich dazu entschlossen, okay, sich stärker im besetzten Gängeviertel zu engagieren. Ich mache in Altona was, werden wir vielleicht nachher noch was sehen, mit einer Gruppe namens Lux und Konsorten. Andere hier, Ted Geifert, Goldene Zitronen, kämpfen innerhalb der alten Esso-Häuser auf der Rippenbahn, wo so eine ganz besondere Mischung von Leuten wohnt. Also quasi so. Sind wir alle eher abgewandert in bestimmte lokale Kämpfe und treffen uns ab und zu, weil das Manifest halt so immer noch Aufmerksamkeit erzeugt. Und, aber letztendlich ist es halt ein Text, der vor 1,5 Jahren geschrieben worden ist und der uns in die Lage versetzt hat, mit bestimmten Leuten mehr ist es jetzt auch nicht. Ne? Ich finde, man muss auch da finde ich das völlig okay, mal zu sagen, gut, das hat man jetzt mal in die Welt gesetzt. Und da muss ja jetzt nicht gleich eine Gewerkschaft oder eine Interessensvertretung oder sonst was draus entstehen. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, vielleicht kriegen wir das in Gesprächen dann nachher noch ein bisschen mehr raus, ob das eigentlich und inwiefern es Sinn macht, eine kreative Interessensvertretung zu haben. Ich weiß nach wie vor immer noch nicht, was ich jetzt eigentlich mit dem Menschen zu tun habe, der vielleicht eine Werbeagentur betreibt oder Computerspiele entwickelt. Und ob das eigentlich mehr ist, als ich mit irgendjemand anderem zu tun habe, der, Möbel restauriert oder Bildungsarbeit macht oder sonst was. Ne? Also, vielleicht kannst du mir das aber erklären. Ein bisschen kannst du das probieren. Du hast nämlich vollkommen recht, es gibt für die ganzen Bereiche Verbände, die sind teilweise ziemlich alt, Architektenkammern oder was, sind sehr alte Interessenvertretungen. Trotzdem, und lustigerweise, wenn du dann in den Architekturbereich nimmst, die letzten 10 Jahre, das ist derartig im Keller gerauscht, trotz dieser guten, alten, starken Interessensverbände, wo man eigentlich, ich weiß nicht, wenn meine Kinder jetzt anfangen würden, Architektur zu studieren, würde vermutlich also Grandus nicht gehen, besser noch als eine alte Geschichte oder so. Und das ist mal das eine. Und das zweite ist, solange sich die Interessensverbände, die es gibt für Grafiker, für Schriftsteller, für Journalisten, sind oft zu sehr verhaftet in Partikularinteressen und sehr stark mit Abgrenzungsmanövern befasst. Wenn es möglich wäre, natürlich bräuchtest du jetzt keine x-te Interessenvertretung für Kreative, wie auch immer, dass man dann noch eine Mehrfachmitgliedschaft mehr hat.
wenn es möglich wäre, sagen wir mal, sich so weit auf einige wenige Punkte zu einigen, die meistens in den einzelnen Ländern und auch europaweit teilweise ziemlich auf der Hand liegen. Also ich verstehe mich jetzt auch nicht, dass es furchtbar nötig wäre, wenn die vorhandenen Interessenvertretungen teilweise verhandlungsfähiger vor allem miteinander wären und sozusagen besser einen gemeinsamen Feind außen wahrnehmen würden als untereinander. Das ist das eine und das andere. Du hast schon recht, dass du in vielerlei Hinsicht jetzt, ich weiß nicht, mit dem Möbelrestaurator sicherlich gewisse Ähnlichkeiten hast. Das Problem ist nur, wenn du jetzt mit einem Kreativunternehmen beispielsweise was gründen willst oder irgendwie einen Kredit brauchst bei der Bank und eigentlich nur deinen Laptop hast und ein paar gute Ideen, ist oft sehr schwierig zu sagen, also wie wird das jetzt bewertet eigentlich. Und da gibt es schon, die Bewertung von Immaterialgütern ist für einen normalen Bankangestellten, der den Kredit rübergeben soll, meistens schwierig. Und da können Interessenvertretungen oder Anlaufstellen, die da auch andere Sprachen sprechen, einfach diese Hilfeleistungen machen, die andere Leute jetzt zum Beispiel im Produktionsbereich drinnen sind, auch Kleinstunternehmen sind, Einpersonenunternehmen, dann aber nicht haben. Du hast es gerade schon angesprochen, also es gibt die klassischen Interessenvertretungen oder Verbände auch für die verschiedenen einfach Berufe. Das gibt es sowohl bei den Künstlern, Kulturschaffenden, aber natürlich auch in allen anderen Berufen. Gleichzeitig, wie gesagt, erleben wir ja momentan also neben so Protestaktionen eben auch ganz viele Netzwerke, Austauschplattformen, die eigentlich erstmal unabhängig von der eigenen Berufssparte, aber schon im Hinblick darauf, also oder unter dem Label der Kreativen anfangen, sich auszutauschen, sich kennenzulernen, zu schauen, an welcher Stelle docken wir mit Themen an.